Popovoy was the brainchild of Florian Fritt. He was fascinated with electronics in the early days and tried to mix electronics and ethnic music. Very kind of mysterious music. Der Florian kam aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Sein Vater war ein Opernsänger und die hatten also mit angloamerikanischer Musik und so, also ziemlich wenig zu tun. Popol Vuh ist dafür bekannt, dass er einer der ersten elektronischen Gruppen war. Er war der erste Deutsche, der diesen MOOC hatte, neben Ebert Schöner. Das Ding, was die damals hatten, ja, das konntest du dir nicht einfach so kaufen. Das Ding hat 100.000 D-Mark gekostet. Also musstest du erstmal schon mal Kapital haben. Da haben die angefangen, riesig dran zu arbeiten. Der Holger Trulsch. Und dann haben sie die Affenstunde gemacht. That had basically two sidelong suites featuring Turkish percussion, Big Moog synthesizer, very kind of mysterious music.